Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Zimt, und ich bin absolut im Harry Potter Rausch, im Wahn. Ich kann nicht genug kriegen. Jedes Jahr, wenn es so Richtung Herbst, Winter geht, bricht es bei mir los und ich muss die Filme praktisch im Marathon gucken, sperre mich zu Hause ein und dann werden die rauf und runter gesuchtet, und sobald der letzte Film vorbei ist, möchte ich eigentlich von vorne wieder anfangen. Wem geht's noch so? Hand mal heben. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich finde, das gehört mit zur vorweihnachtlichen Stimmung. Es gehört mit zu fallenden Blättern im Herbst. Es gehört mit zu meiner Kindheit. Ich war komplett in dem Alter, in dem auch Harry Potter war. Ich habe auf meinen Brief gewartet. Ich fand's großartig. Ich bin ein Fan, kann man so sagen. Ich möchte jetzt auch nicht weiter drüber schwafeln, wer ein Fan und wer sich nicht als Fan äußern darf. Das kann jeder von euch selbst entscheiden, meiner Meinung nach. Jeder kann gucken, wie weit er selber im Potterversum drin ist, wie viel Lust er drauf hat. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich lange, lange Zeit diesen Test nicht mehr gemacht habe, in welchem Haus ich bin. Damals, als ich den gemacht habe, kamen zweimal zwei verschiedene Sachen raus. Sprich, ich würde unfassbar gerne wieder diesen Test machen. Und ich habe in letzter Zeit auch den Harry Potter Tag bei einigen Booktubern gesehen und fand ihn richtig, richtig cool. Und da ist bei mir im Kleinköpfchen diese Idee gereift, dass ich gerne eine Harry Potter Serie machen möchte. Also, das ist das Ankündigungsvideo. Nächste Woche, sofern ich es denn hinkriege, klopfen wir mal schnell auf Holz, soll es jeden Tag ein kleines Video zu Harry Potter geben. Ich freue mich da richtig doll drüber und ich hoffe, ihr freut euch auch drüber. Ich finde solche Serien bei anderen Leuten immer mega cool und gerade rund um Harry Potter, ich kriege nicht genug. Nein. Und es gibt so viele coole Sachen. Ja, ihr ist durchaus bewusst, damit, dass ich damit nicht jetzt hier das Rad erfunden habe und dass es ganz, ganz viel darum schon gibt, und es gibt wirklich großartige Leute, deren Kanal sich eigentlich fast komplett rund um Harry Potter, mit Harry Potter befasst und fantastische Tierwesen, die Fanfictions machen und so viele Fakten und alles. Es gibt so viel. Und jetzt gibt es hier auf diesem Kanal auch eine kleine Reihe rund um Harry Potter. Ich hoffe, ihr freut euch. Wir werden ein bisschen basteln. Wir werden, soweit ich hoffe, also soweit es funktioniert, ein bisschen backen. Ich werde Tests machen und ihr könnt dann sehen, was für ein Potterhead ich bin. Ich hoffe, ihr seid auch so total Potter-verrückt oder kommt in die absolute Potter-Stimmung bei diesem ganzen Gerede. Und wenn ich die ganze Zeit über so Potter-Stimmung und Potter-Versum sage und so etwas, meine ich alles. Ich meine Harry Potter, ich meine The Curious Child, ich meine fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, einfach weil die so großartig sind. Ich liebe sie über alles. Und eine kleine Ankündigung, neben dem, dass es hier ein Ankündigungsvideo für diese Reihe ist, wer es noch nicht mitbekommen hat, warum mache ich diese Bewegung? Ist egal. 2018 kommt der zweite Teil zu fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ich find's einfach großartig. Noch zwei Kleinigkeiten für euch, so rund um das Thema, beziehungsweise auch nicht um das Thema. Und zwar habe ich bei einem der letzten Videos beim Rip It or Ship It Tag Blossom von Powerpuff Girls und Bellatrix Lestrange miteinander geshippt, mehr oder weniger. Also ich habe einen kleinen Aufruf gestartet, weil ich gerne sehen wollte, wie Bellatrix Lestrange in der Zeichenart von Powerpuff Girls gezeichnet wäre, weil ich finde, dass das eine ziemlich coole Idee ist, so als Antagonistin von Powerpuff Girls. Und tatsächlich hat eine Freundin von mir das gezeichnet und das könnt ihr euch jetzt mal ansehen. Ich blende es euch hier ein. Ist das nicht so süß? Ich habe mich da so drüber gefreut. Ich finde das mega cool und so kreativ und ja, ich freue mich da einfach. Und noch eine kleine Ankündigung, die allerdings nichts mit Harry Potter zu tun hat, möchte ich hier noch machen. Wer nicht genug kriegen kann von Serien im Allgemeinen, kann sich jetzt in der Adventszeit auf einen BookTube-Adventskalender freuen. 24, beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, ob wir 24 oder sogar noch mehr sind,
Booktuber haben sich zusammengetan und es wird jeden Tag bis Weihnachten praktisch einen Adventskalender geben von Booktubern. Also jeden Tag ein Video, was dann als Adventskalender. Ihr könnt jeden Tag ein Video. Ha! Es wird großartig. Und auf jeden Fall könnt ihr euch da auch sehr drüber freuen. So, das war es jetzt fürs allererste mit meinem Gelaber. Ich hoffe, ihr habt da ganz, ganz großen Spaß dran, genauso wie ich. Und lasst euch einfach verzaubern von dieser ganzen magischen Zauberer- und Hexenwelt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut!